Servus, herzlich willkommen beim Colgate World Cup auf Sylt 2009. Und das ist Tag 1 und heute ist es noch ein bisschen ruhig, es ist noch nicht so viel los. Kein Wind, keine Welle. Die Slalomfahrer haben hier noch ordentlich was vorzubereiten, weil die haben alle mindestens 3-4 Boards und einen Haufen Segel dabei. Das heißt, sie müssen schon gucken, dass sie das alles repariert bekommen für den Start morgen. Heute gibt es leider keine Action hier beim Colgate World Cup Sylt, aber die Windvorhersage sieht super aus. Wir erwarten Bedingungen ähnlich gut wie im letzten Jahr. Seht selbst.